Willkommen zurück zu WoW. Ich bin gerade in eine Ini reingejoint und bin direkt hier. Das heißt, ich bin in eine Gruppe gekommen, die schon angefangen hatte, die Ini hier. Ich weiß jetzt nicht, welche das ist, ob obere oder untere Schwarzwildspitze. Weiß ich wirklich nicht. Und mal sehen, wie viele Bosse wir noch legen können. Ich frage mal eben. Hat Where Quest zum Teilen? Wäre nett. Danke. So, zwei Quests haben wir bekommen und voll. Oh, sogar drei. Ich denke mal, wir werden nicht alle machen können. Da ich ja schon mitten in der Ini gespawnt bin, werden die höchstwahrscheinlich schon. What the fuck? Was ist das für ein geiles Schwert? Oh, da gibt's einen netten Dolch. Cool. Müssen wir mal sehen, wie viele Quests wir noch machen können. Eine mindestens, denke ich schon. Ich glaube, das ist die obere Schwarzwildspitze. Wo ist denn da jemand hier? Hallo? Hallo? Ach, da. Mit mal eben gucken. Hier gibt es eine Quest. Tötet den und den. Naja. Ich denke mal, die mit den drei Leuten töten und die mit dem Ork können wir nicht machen, sondern nur die, wo wir den Endboss töten müssen, höchstens. Höchstwahrscheinlich nur. Gerade aus dem Grund, weil sie schon welche getötet haben, hier am Bossen. Glaube ich. Sehen wir am Schluss einfach. Mein Gott. Und Elite-Mobs leben. Ein Elite-Mob gibt knapp, ja, gibt 600 EP, aber nur weil ich Erholung habe. Kennt ihr Erholung? Da gibt es mehr EP. Bis zu so einem Strich hier. Da, bis dahin. Finde ich eigentlich ganz cool. Naja, Neues gibt es eigentlich nicht viel. Nur, dass ich momentan einfach überhaupt keine Zeit für irgendwelche. Ah, ein Rahmenmob. Habe ich schon gewundert. Projekte habe. Da ich einfach keine Zeit habe. Ich lasse schon immer nur WoW und Minecraft hoch, weil ich dafür gerade noch Zeit finde. Wobei diesen Part weiß ich nicht, ob ich den heute hochladen schaffen tue. What? Axt einhändig. Durch sie die Rüste. Bitte, bitte. Weil, aus dem Grund, weil. Es ist zwar erst wie viel Uhr? 18.30 Uhr gleich. Doch, ich überlege mal, ob ich es schaffe. Ich hoffe ja. Rendern und so. Und man muss ja gucken, wie lang der Part wird. Ich glaube schon, dass der ein bisschen länger wird. Weil Ini und so. Und das ist das Problem. Das dauert halt, sowas hochzuladen, ne? Geschweige denn zu rendern. Aber es gibt EP und Quests zu erledigen. Und Bosse in Inis geben auch immer gut EP. Meist mehr als die normale Mobs. Sehe ich ja gleich, wie viel so ein Boss gibt, wenn wir einen töten. Da müsste gleich einer da hinten sein. Dieses rote da, diese rote Schrift. Na los hier. Ich will auch bald mal am Projekt was anfangen, was Tolles. Dafür brauche ich aber leider noch ein paar Dinge, weil ich sonst das nicht aufnehmen kann, weil ich ja doof bin. Hab mir nämlich was gekauft und ja. Kennt ihr das Spiel? Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Resistance 2 oder Resistance 2 oder so. Ich kann es echt nicht aussprechen, weil ich keine Ahnung habe gerade, wie das richtig heißt. Naja, das würde ich mal echt gerne LP'n irgendwie, aber nach WoW wahrscheinlich erst. Ich will den Boss angreifen. Moment mal. Ich mach mal schnell Gift auf meine Dings. Dann mache ich auf den Boss jetzt hier Blutung. Und Gift. Und das tickt richtig schön rein.
Jetzt hat er gleich 5 Gift drauf. Und jetzt machen wir die Attacke vergiften. Die aber leider nur... Nee, die macht gar nicht so viel. Nur 1800. Ein bisschen, ja, wenig. Ich kann ja mal Erdrosseln einfach mal stumpf machen. Dann tickt das jetzt noch mehr. Ich habe 2-mal Verbluten drauf und alles. Guck mal, wie viel Damage ich jetzt ticke. Einfach so heftig. Ich guck mal eben... Oh, da sind Schultern gedroppt. Den Kopf will ich. Ah, Platten. Verdammt. Fügt den Omo-Kopf bei Uruks Tributhaufen. Okay. Auf jeden Fall haben wir, was wir hier wollten. Und jetzt gehen die irgendwie zurück. Warum auch immer. Ich folge den einfach mal. Nein, Spaß. Wohin rennen die denn? Wo müssen wir denn hin? Ach so, beschlagene Pike. Da, ach, beschlagene Pike. Beschlagene Pike. Die Pike haben wir schon mal. Nur noch Uruks Tributhaufen, den brauchen wir. Wo wir den finden, weiß ich gerade. Ach du Scheiße, haben die da schön. Haben die schön gepult. Ich greife mal da hinten die an. Könnte ich doch jetzt AOE attacken, ey. Ich wäre so schön dabei. Bleib stehen. Hätte ich jetzt einen Dolch, könnte ich so schön immer Mäulchen machen. Bam, bam, bam. Bam. Warum pullen die eigentlich jetzt alles so? Ich wette, wir werden noch sterben hier in der Innie. Da habe ich so das Gefühl. Ich wollte eigentlich da hinten auf die Magier gehen, aber ich konnte mich nicht unsichtbar machen. Lalalala. What? Lederbeweglichkeit 17. Aber da fehlt mir Ausdauer. Nee. Mach ich nicht. Da fehlt mir ja Ausdauer. Das ist doof. Da schreit einer so. So. Und nehmen noch ganz schön viele Leute da. Hallo. Nix hier oder was? Wie schön die doch down gehen, die Mobs, oder? Wenn alle auf einmal auf einen gehen, das ist doch schön. Aber wir haben ja auch einen Hunter dabei, sehe ich gerade. Ein Worgen Hunter. Unser Heiler ist eindeutig ein Priester, weil wir immer diese lustige Bubble bekommen. Ein Hexenmeister, ein Priester und ein DK. Wobei, DK ist das Behindertste. Ich hasse Todesritter einfach. Ich weiß nicht wieso, ich mag sie nicht. Also lass mich. Todesritter sind einfach... Obwohl die richtig schön Damage machen und so. Ich mag sie deswegen. Aus dem Grund mag ich sie nicht. Weil sie einen immer schön outen. Außer man spielt selber ein DK. Dann sind sie wieder voll cool, ey. Wo wollen wir denn hin? Hier hoch. Wir wollen jetzt hier hoch. Bitte. Ach Mann, ich wollte die alte doch Kopf nehmen. Hey, ich hab noch mehr gepult. Dann mach ich mal Wende schnell. Tschüss. Haha, ich wollte nur den blöden Troll voll owen hier. Punkte nehmen wir einfach mal mit.
What? 60.000 Leben? Das muss ja ein Boss sein dann. Habt ihr noch was anderes? Ja. Dann machen wir hier mal unser Blutung drauf und gehen auf den hier. Jetzt bin ich auch noch ein Frosch, ey. Gott. So. Blutung. Und nochmal das Gift schön hochstacken. Ist doch wunderbar. So. Stoffplatte. Nur Scheiße. Wirklich, hier droppt nur Mist. Ist das auf der Ebene nichts Tolles? Okay. Sind wir hier auf einer anderen Ebene? Nee, nee, ist alles super. Auch welche mysteriösen Bu. Der Tank ist abgehauen. Ich hasse sowas. Tank ist immer noch nicht da. Die versuchen es jetzt so weiterzumachen, glaube ich. Deswegen schalte ich gerade wieder ein in unsere kunterbunte Welt. Oh, hier müssen wir rein. Ui, ui, ui. Den Kopf nutzen wir und dann könnten wir die drei pullen und dann pulle ich mal. Hallo. Komm her, du Sau. Ach Mann, ich habe ihn verlangsamt. Ich glaube, das schaffen wir auch so, hier mal Mobs zu töten. Vor allem bei dem Schaden, was wir eigentlich so machen, sollte das gut klappen, auch ohne Tank. Ein Boss wird etwas schwierig, außer der Heiler ist gut. Weil der schon eigentlich auch Damage reinkloppen kann. Nicht muss, sondern kann. Da-da. So, da ist dann ein dickerer Mob, den sollten wir aber auch schaffen. Ja. Alter, ja, der hat nur 8000 Leben und wir sind 4 Leute und ich kritte ja allein schon mit 3k gerade, also pff. Da ist ein Boss. Ich würde mal sagen, ich greife den an. Ah ja. Sorry, Reflex. Ist immer die beste Ausrede. Ist der Boss-Angreif-Reflex von mir. Der ist ganz böse ausgeprägt. Was gab's denn hier? Eine Wurfwaffe mit 6 Beweglichkeit und 6 Ausdauer. Die nehmen wir mit. Die ist echt schnieke. Ja, das ist ein tolles Wort, schnieke, ich weiß. Und ziehen wir auch direkt an, würde ich sagen, ne? So. Wo war das andere? Da hinten. Kriegshäuptling rennt. Habt ihr schon Kriegshäuptling rennt gekillt? Rennt. Ich frag lieber mal. Oha, oha, ein Tank. So, da haben wir meinen Tank. Wo sind denn jetzt die Leute hin? Ach, da unten. Hey, ich komme mal runter. Verdammt. Mops, 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 Mops. Ja, die pullen natürlich. 1A. Huhu. Der Tank vor dir hatte keine Lust oder so.
Der Attack davor ist einfach abgehauen, die Pussy, ey. Ja los hier, greif doch mal an hier, meine blöde Nachtelfe hier. Ey, geht der gar nicht, ey, dicker Chill. Ah, I hate this. Wenn doch, hacke ich dich. Das ist die beste Drohung. Ich weiß, wo du wohnst. Ne, Spaß. Könnte ich jetzt schreiben, so, ich weiß, wo du wohnst, dicke Schell. Oh, ich habe bei Skype angeschrieben geworden. Später. Okay. Ich habe jemanden gefragt, vor der Aufnahme, hast du Lust, Battlefield 3 zu spielen? Aber ja, er hat geschrieben, später. Ich habe Battlefield, es klingt zwar scheiße, aber ich habe Battlefield 3 zweimal. Warum? Ich habe mir, wie gesagt, gestern was gegönnt. Ich habe mir gestern eine PlayStation 3 gekauft mit, die hat 360 oder 320 GB. Den habe ich schon getötet, Minion. Dazu vier Spiele und ein Spiel war dabei, dieses Visitants 3 oder wie das heißt. Das ist so gegen Aliens und so, richtig godlike Grafik, richtig. Das macht auch richtig Spaß. Dazu Battlefield 3, Killzone 3 und den neuesten GTA-Teil, der momentan da ist. Ich will mir morgen, eigentlich wollte ich heute schon, aber keine Zeit, noch MW holen für PS3. Und wie gesagt, dass ich meine PS3 anschließen kann an den PC, um somit dann aufzunehmen. Das ermöglicht mir natürlich einiges, das hole ich mir auch. Das kostet aber gar nicht viel. Ich hole mir da so eine komische Komponente, dazu ein paar Kabel und bla 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 und dann ist alles fertig. Das kostet irgendwie 20 Euro. Und gut ist. Ja, ja. Oh, nee, der Helm. Aber brauche ich nicht, der hat Intelligenz. Und wie wir wissen, bin ich schon intelligent genug. Ha. Jetzt gibt es weniger IP, wie ihr seht, und das aus dem einfachen Grund, dass jetzt die Erholungsleiste weg ist, da wir jetzt schon so viel IP bekommen haben. Ha, schön, das gab mal gut IP, die Ini. Obwohl, die ist dann gleich vorbei und ja, mal sehen, was noch so auf uns zukommt. Ich würde so gerne Durchfächer können, ey, das wäre total godlike, ey. Und ich bin ein kleiner Berlin. Was? Was? Woher? Hier? Nein! Mob! Ich bin doch gar kein Berliner, ich bin Bremer! WTF! Bremen! FTW! Was? Was? Alle Mädels, die in Bremen wohnen oder nahe in Bremen, dürfen mich gerne anschreiben. Nicht Spaß. Ich kenne wirklich welche, die komischerweise nicht weit weg von mir wohnen, in Oldenburg. Was haben wir hier? Plattenschultern, ey. Nur Platten. Platten, Platten, Platten. Dann bin ich platt. Muhaha, ich kopfnusse dich einfach. Oh, verdammt. Ich hab sorry geschrieben, weil ich aus Versehen gepult hab, ich Trottel. Ah, so. Jetzt bin ich wieder in Verstohlenheit, alles ist supi. Ich kopfnuss da mal die Tante, dass sie auch noch kommen. Falls sich wer wundert, warum die Leute manchmal so richtig coole Kleidung haben, wie der Parler und der Hexenmeister, die tragen diese accountgebundenen Sachen, die man sich mit Level 85 mit so bestimmten Punkten
kaufen kann. Und ich habe, wie gesagt, keine, da ich extra auf einen neuen Server gejoint bin, um euch das zu zeigen, dass alles auch so geht, als wenn man von null anfängt, so mit gar nichts und normal hochspielt. Und ja, klappt ja supi, ne? Habe ich schon oft genug erklärt. Und so. Ach, jetzt kommen wir hier an. Bei den Spinni. Spinnis. La la la, Spinni, Spinni. Geh down. Ach, langweilig. Spaß. Die Ini mag ich nicht so. Ich weiß nicht wieso. Ich hasse die Ini. Das sind die Spinnis. Kommt ihr? Ach, da gibt's eine Truhe. Wo? Klar. Die Truhe mach ich doch auf. Mit links mache ich die auf hier. Da ist ja nur Scheiße drinne. Aber wir haben einen Pilz und ein bisschen Kuchen bekommen. Das war uns die Sache natürlich total wert. So, meine Damen und Herren, wir nähern uns jetzt dem nächsten Boss, einer riesigen fetten Spinne. Naja, so riesig ist sie ja gar nicht, aber die muss da irgendwo. Ach, da ist sie dann. Da. Mutter Glimmernetz, ey, dicker Scher. Mutti Glimmnetz, was geht denn? Hier, pull mal die alle. Ja, ich hab's richtig gesehen. Ich hab geopend, damit er drosseln. Bin ich nicht cool? Ich bin vergiftet. Ah, nee, doch nicht mehr. Na, ich stecke so schön. Ach so. Jetzt sind leider meine Effekte darauf abgelaufen auf der alten. Hauen wir nochmal Verbluten drauf hier. Und vergiften. Bam. Und sie droppt, wie ich es wusste, das Haustier Glimmernetzel. Heißt das Haustier? Glimmernetzei, sorry. Ich kann nicht mehr lesen, ehrlich. Worauf alle Bedarf machen, weshalb ihr euch nicht wundern müsst, dass ich das Ei nicht bekommen werde. Weil einfach alle Bedarf machen und ich hab's gewonnen. Godlike, ich habe beide Sachen sogar gewonnen. Obwohl ich die Handschuhe überhaupt nicht brauche, da es Kette ist. Oh, hier, der Parler ist 58 geworden. Herzlichen Glückwunsch, wer auch immer du bist. So, das Ei benutzen wir auch direkt jetzt. Und wir können einen aus Haustier. Das heißt Limmernetz-Jungtier und sieht ungefähr so aus. Eine kleine Spinni. Ich habe eine kleine Spinne. Oh, hier ist ein Rahmob. Hier ist das Kristallfangzahn, heißt das Vieh.
Und das Ding droppt leider nur Lederhandschuhe, die wieder Intelligenz haben und somit für Droiden bestimmt ist. Scheiße. La 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 la. Kugelikug, ich bin hier. Oh, hier, den Dicken, den machen wir doch alleine, ey. Guckt euch das an. Und jetzt entwaffne ich ihn noch, dann hat der Dicke gar keine Chance mehr. Hi! Hi. Er schreibt D. Wow, das sind die kreativsten Nachrichten, die ich je in meinem WoW-Leben bekommen habe. Hi! Und direkt danach ein Doppelpunkt D. Das ist heftig. Ich mag deine LPs, D. Wow. Ah. Wer nicht? In Sternchen selbst verliebt. Was schaust du denn? Ini, nimm schon 26 Min auf oder so. Was schaust du von meinen LPs, D? Wann ist um? Mit Glück heute Abend, denke ich. Hitman Minecraft Adventure. Ein Leichenhaufen voller Oger. Kennt ihr Schreck? Wieso muss ich ihn kennen, hä? Ich bin gerade verwirrt wegen meinen Quests, die ich hier habe. Ah, hier, der hat... Lederhandschuhe, Beweglichkeit, Ausdauer, eindeutig besser als meine. Die nehmen wir zu 100% mit. Was kommt denn da an, Trock? Die Rache ist mein! Ja, herzlichen Glückwunsch. Erster Fanvideo. Ich schreibe unter fast jedes Video was. Ach, der. Mr. Morgay. Ah, ja, das ist der Mr. Morgay. Kann ich jetzt auch den Kopf benutzen? Oh, nee, will ich jetzt nicht. Das war keine Absicht. Du hast meine Gefühle verletzt, könnte ich jetzt schreiben, aber meine ich. Wo sind die hin? Ich glaube geradeaus. Danke für die Hose, aber wie im Part gesagt, ist die nix für Schurken, D. Aber gab ja ein bisschen Gold, ne?
So, gehen wir mal zuerst. Was ist denn hier? Da ist noch ein Elite-Mob, ihr Trottel. Ihr rennt einfach weiter! Was seid ihr denn für welche? Ey. Was für Dullis. Aber Feuerresi führen Schurken. Nee, nee, danke. Hier, die Stießkassette nehme ich einfach mal mit. Die Kassette können wir ja aufmachen. Und was befindet sich in der Kassette? Eine grüne Plattenschulter-Dings. Bis dann... Gehst du off? Wer wird böse und wieso? Wieso werden die böse, hä? Sind die krank? Oh, hier ist ein Rammob. Ich erlaube es dir. Elementar 8 Karte. Früher waren sie was wert, heute kannst du sie in die Mülltonne kloppen. Find ich. Oh ja, ich bin verwirrt, gestunt. Ich will doch meine hier, er denkt, ich wollte ihn abwimmeln. Das war nicht böse gemeint, ich will doch nicht meine Abonnenten abwimmeln, wie klingt das denn? Und ein Worgenkorb, direkt ein nächstes Haustier, wo alle Bedarf wimmeln werden. Und eine Leder, ah hier, Dings. Die Teile nehmen wir mit und die gewinnen wir auch, da wir eh der Einzige sind. Die haben wir gewonnen. Den Korb werden wir hundertprozentig nicht gewinnen. Ich wette alles, was ich habe. Da ist einfach alle wieder Bedarf gemacht haben. Und ja, Adrana hat gewonnen. Seht ihr, Leute? Ha, man kann nicht immer Glück haben. Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt einmal meine Sachen verloren. Welche Inni machst du gerade? Obere Schwarzfelsspitze. Ja, das ist die obere. Das ist die obere, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und was haben wir hier? Ein Boss. Dito, er mag sie auch nicht. Aber ich muss sie trotzdem machen. So. Kette brauchen wir nicht. Warte, da kommt ja noch einer. Was, Mr. Morgan, wenn der Server kommt, verlangt ein Mädchen nach dir. Erstens, welches Mädchen verlangt nach mir? Und zweitens, habe ich keine Zeit. Nee. Ja, Todesmine ist auch cool. Sag. Ich will wissen, welches Mädchen verlangt nach mir? Also da erinnere ich meine Meinung direkt. Na, ihr weißt, ihr wisst ihr so. Ist auch. Ich stehe nämlich auf Frauen, müsst ihr wissen. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar Träume und Hoffnungen zerstört habe. Sag doch. La la la. Puh! Er schreibt nein. Schlingel, du Hurensohn. Na Spaß. Du Hure. Ah. Ja, ja. Er ist eine Hure. Das weiß er auch. Wie das klingt, er ist ein Hure, er weiß das auch.
Ja, ja. So ist das nun mal unter jungen Leuten heutzutage. Mhm. Ich wusste es, sie stoßen einen weg. Zum Glück sind wir nicht runtergefallen. Dann müssen wir wieder hochlaufen. So, ich weiß ja nicht, was die machen. Da hinten irgendwas angreifen. Ich gehe schon mal weiter. Und Hopsili über den kleinen Abspalt hier. Abspalt. Abgrund. WTF, wie seht ihr mich, ihr Hurensöhne? Achso, die haben mich gar nicht gesehen. Ich hab schon gedacht. Ich bin schon bald Level 60, Mann. Der Indie gibt so viel EP einfach nur. Wir waren am Anfang hier oder so. Wir haben. Boah. Wer ist denn Huni? Wer ist H-O-N-N-Y? Huni kenne ich nicht. Ich kenne Honey, aber nicht Huni. Huni habe ich noch nie gehört. Ne, Huni sagt mir nichts. Mein Bruder ist online. Alzaro. Michael Kohlberger, falls sich wer wundert. WTF. Er heißt mit Nachnamen Kohlberger und sein Bruder heißt Michael. Das ist voll falsch, da er den Account von mir hat. Und diesen, also ich heiße nicht so. Und ich den Account damals von einem Kumpel bekommen habe, der so hieß. Also. Und ich dann den mein Bruder geschenkt habe, weil er wieder anfangen wollte mit WoW. Er spielt übrigens genauso lange wie ich schon. Ja, ich habe einen ganz eigenen Account mit einem anderen Namen. Ich heiße auch Pascal, wie ihr wisst. Und mit anderen Namen heiße ich auch anders. Und ich brauchte jetzt nicht irgendwie suchen nach irgendwelchen Menschen, die Kohlberger heißen. Da gibt es sicher welche. Vor allem da der Kumpel von mir, dass der daher Kohlberger hieß. Und es ist mir auch scheißegal, dass das voll der beschissene Name ist. Aber egal, so. Ja. Nee, die kenne ich auch nicht. Kann ich einfach H-O-N-E-Y schreiben? Ist das so viel verlangt? H-O-N-E-Y. Sprech mir nach. H-O. H-O-N-E-Y. Ich glaube, das ist schon der Endboss, ne? Ich bin mir nicht sicher. Wenn das der Endboss ist, dann ist es doch, glaube ich, untere, oder? Ich weiß es echt nicht. Bei obere ist das eigentlich so ein anderer Drache, nicht der. Hm. Untere Schwarzfeldspitze. Ein Schwert, zweihändig. Bam. Ja, das ist oben. Nee, das ist untere, so. Ist doch egal, Hauptsache. Ist irgendeine der Schwarzfeldskacke hier, ey, so. Mir fehlt noch. Hä? Mir fehlen noch irgendwie zwei. Was und? Die kommen auf der anderen Seite. Ah, ich dachte schon. Ah, da war es ja das noch gar nicht. Dann geht es dann noch ein bisschen weiter, was? Dann müssen wir nach rechts. Wir müssen nach rechts lang. Ach so, wir müssen links lang. Ja, wo? XD? Kenn mich hier nicht aus. Ja, womit voran? Was will er von mir? Und?
Wie geht's mit Hanni voran? Hä? Hä? Herausporten und wieder reinporten. Ey. Blah, 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 blah. Rein, raus, rein, raus. Ich bin der Nikolaus. Ey. Das bin ich gar nicht. Ich bin gar nicht der Nikolaus. Ich lebe mit einer Lüge. Warum erzähle ich euch jetzt so einen komischen Scheiß? Fragen über Fragen. Und wieder rein. Rein, raus, rein, raus. So, Leute. Jetzt wird's spannend. Sehr, sehr spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Wir nehmen mit. Die Lederbrust da, die schlechter ist als meine. Nein, die ist eigentlich sehr gut von der Ausdauer her und so. Ja, und 7000 EP, das wird knapp. Bäm! Stufe 60. So, wir haben bekommen Stufe 60 den Erfolg. Erfahrenes Reiten und Fluglizenz in Azeroth. Fluglizenz ist, glaube ich, in Azeroth. Ich suche es mal eben. Erfahrenes Reiten, das ist, dass ich bis Reiten mit Fertigkeit 150 kann. Das ist das Fliegen mit der Geschwindigkeit 150% war das, glaube ich. Früher waren es 60%. Gestattet dem Spieler in der östlichen Königreich. Ah ja, Fluglizenz ist direkt, dass ich dann auch nicht nur in der Schermwelt fliegen kann oder in Nordend. Nordend kann ich dann auch nicht fliegen, sondern nur in der Schermwelt. Sondern auch in östliche Königreich und östlichen Königreich und Kalimdor. Und für Nordend brauche ich ein anderes Fliegen wieder. Naja, egal. Was wollte ich jetzt dazu sagen? Ach ja, wir gehen jetzt. Das war das Video WLP, würde ich mal sagen. Also wir sind Stufe 60. Das LP ist somit eigentlich geschafft. Endlich, wir sind vorbei. Ich weiß nicht, welcher Part das jetzt ist, ob 106 oder 107, ob ich das vielleicht in mehrere Teile schneide. Dann ist es ein späterer Part. Aber wir sind Level 60. Damit ist das WoW EP Classic vorbei. 1 bis 60 geschafft. Kurz nochmal so zum Mitschreiben. Wir sind Level 60, haben alles gemacht, ohne Freund anwerben oder accountgebundene Items zu benutzen oder sonst ähnliche Hilfe zu haben von einem Main-Char von mir, da ich extra auf einen anderen Server gezwitcht bin und dort einen Char erstellte und kein anderer Char dort ist. Ich habe den Beruf Kräuterkunde gemacht und habe den erfolgreich auf den Skill 314 gebracht während des Levels und habe 1071 Gold gemacht. Wenn das nicht eine geile Bilanz ist, oder? So. Ja. Das ist doch Hammer. Das ist das Coole. La 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 la. Naja. Ich werde die Indie jetzt nicht mehr fertig machen. Ich werde an dieser Stelle jetzt das LP beenden. Ich weiß. Es ist echt schwer für euch. Nein. Also, das nächste EP-Projekt von WoW wird sein Level 1 bis 70. Das wird dann das WoW LP-Projekt BC. Das ist dann, wie gesagt, 60 bis 70. Das sind 10 Level. Aber die dauern schon ihre Zeit. Das ist die Schermwelt. Wir werden das in der Schermwelt machen. Und ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß, viel Glück und alles Mögliche und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder zum nächsten WoW-Projekt, aber das kommt noch nicht direkt sofort, sondern erst ein bisschen später. Bis dann wünsche ich euch noch jetzt viel Spaß und ja, jetzt kommt noch mal ein kleiner Mini-Rückblick und so und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Auf Nummer Wiedersehen. Für WoW jetzt, ne? Also nicht auf Nummer Wiedersehen, wie ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott! Der Himmel hat sich verdunkelt! Todesschwinge ist da! Nein!